Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Enemy. Jo, hallo, der Dü hat mir noch ein paar Fragen gestellt und weil ich nett bin, habe ich ihm sogar geantwortet. Ich habe ihm sogar meine Koordinaten genannt, weil ich nett bin. Ich glaube aber eh nicht, dass er mir folgt, weil er nicht blöd ist. Sieht man ja anhand der letzten Kämpfe. Da muss man ganz blöd sein, wenn man da was machen will. Aber, ja, wer weiß. So, flupp, ich gehe mal weiter. Und weiter. Mach das mal. Und weiter. Und mute mich mal dabei, vielleicht günstiger. So, die ganzen Viecher, die hier rumstehen, gefallen mir jetzt nicht so. Würde ich gerne aus dem Weg gehen. Genau wie dem ganzen Tainted Biome. Mag das nicht so. Die Viecher hier, da folgen mir Viecher. Ich hoffe, der Schwarm kehrt irgendwann um. Ich mach mal hier. So. So, und dann renne ich mal da hinten mal irgendwo ein Hexenhäuschen oder sowas. Da gehe ich mal hin und hoffe, dass der blöde Schwarm mir da nicht folgt. Dann irgendwann abzischt. Hau ab. So, der Schwarm scheint schon sich zu verzogen zu haben. Hier war auch schon mal jemand drin. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das waren oder nicht. Wie gesagt, das Blöde ist halt, ich habe keine Ahnung, wo was ist. So. Und das ist ein bisschen ungünstig. Ich suche halt mein Dorf oder irgendein Dorf. Ein Dorf würde mir auch schon gefallen. Da waren so verdammt viele Dörfer und wir bei Dü finde ich gerade gar keins. Ach, zur Zirkelhexe. Wollte ich dich schon fast tot machen. Sei froh, dass ich es nicht gemacht habe, Mädel. Ne? Musste schon immer froh sein. Gott, war das knapp. Gott, war ich idiotisch vorsichtig. Unvorsichtig, meine ich. Da ist Skelettreiter auch noch. Okay. Haben wir aber wurscht. Okay. Das alles nur, weil ich ein Trottel bin. Meine Fresse. Das hätte jetzt dumm ausgehen können. Arg dumm. Sollte mir vielleicht irgendwann mal doch mal ein paar Longfall Boots zulegen. Wenigstens fürs durch die Gegend wandern. Wäre ja nicht schlecht. Das lasse ich. Sind mir zu viele. So, die können sich gerne gegenseitig hauen. Mich nicht. So. Mein Essen. Zumindest mein eigenes Essen ist übrigens schon weg. Bini folgt mir noch. Ist egal, komm. Ist egal. Klar, wir brauchen XP. Aber dafür habe ich eigentlich vor, irgendwann eine Mob-Farm zu basteln. So, hier wird mir irgendwo auch ein Tod angezeigt. Die Frage ist natürlich, war der Tod in meiner Test... Nee, Testbild kann nicht sein, aber auf dem Test-Server könnte sein. Oder war ich hier wirklich schon mal? Oder war das gar der Tod, wo ich hier... Ich gehe hier auf jeden Fall nicht hin zu diesem Tod. Könnte ja auch durchaus der Tod gewesen sein. Oh, hier muss irgendwo... ach nee, das ist der Tod von der von der Arena. Das hätte ja auch der Tod sein können, wo ich tot bin, ne? So, also hier ist die Arena. Das ist toll, das ist gut zu wissen. Wo bin ich? Bin jetzt da. Ich gehe mal hier in die Richtung. Ich gehe mal nach rechts ein bisschen. In der Hoffnung, dass ich dann das Dorf da irgendwie finde. Ich habe keine Ahnung, wo das Dorf war. Ich weiß nicht, wo das Dorf war, das fucking Dorf. Und ja, ist jetzt egal. Aber wir haben zwei Dinger gefunden, zwei Lucky-Blöcke in der Welt. Finde ich auch gut. Das heißt, wiederum, dass Düse nicht findet. Das ist noch besser. Also, ich muss mal echt mal gucken. Irgendwo muss da das blöde fucking Dorf sein. Mano. So. Düs Reaktor läuft wohl jetzt. Er hat aber noch keine Query. Da hat er mich nämlich übrigens gerade danach gefragt. Das heißt, seine Query ist jetzt am Start. Mein Reaktor ist auch eigentlich startbereit. Hat wahrscheinlich auch schon eine Überenergie. Produziert nur gerade keiner. Eben aus jenem Grund, weil... warum auch, ne? Warum sollte er Energie produzieren jetzt in diesem Moment, wenn es nichts zum Produzieren gibt? Beziehungsweise was zum Produzieren gibt schon. Aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Wenn ich selber nicht weiß. Sprich, mein anderer Reaktor läuft noch. Der hat noch genug Saft gehabt. Der sollte eigentlich erstmal ausreichen. Du kannst ruhig erstmal ein bisschen aufholen. Ich will halt erstmal die anderen Kabel haben. Da habe ich ja unten schon alles vorbereitet soweit. Muss die halt nur noch basteln. Ich hoffe mal, die reichen dann, um zumindest bis zur Query zu kommen. Ja, gut, wenn. Wenn nicht, naja, lässt sich's auch nicht ändern. So. Mann, dass ich die Karte voll neu entdecken muss, das finde ich nicht so schön.
Ich habe auch keine Ahnung, wo ich jetzt gerade bin und was ich jetzt gerade mache und warum ich da hinlaufe. So, ich sehe aber nirgendwo ein Dorf. Ich gehe jetzt mal in die Richtung, beziehungsweise hier am Fluss entlang, würde ich sagen. Am Fluss entlang. Am Fluss entlang ist eine gute Sache. Können wir machen. Blub, blub, blub. Entweder war hier schon mal was oder wir waren hier schon mal. Das sollte natürlich nicht sein. Hopp. Hopp. Vielleicht war auch du hier schon mal, das kann auch sein. Wer weiß das schon. Andererseits gehe ich mal aus dem Tal raus. Weil ich habe ja auch schlechte Erinnerungen an den Tal, obwohl das ein bisschen weiter weg wäre. Bin ich mir ziemlich sicher, das kann nicht hier in der Nähe sein. Wo ich da gesterbselt bin und wo du mich quasi in Anführungsstrichen hat sterbseln lassen. Wo ich das zweite Mal unterwegs war zu dem Dorf, ihr wisst schon, ja, ihr wisst es. Ich brauche es nicht erzählen. Ihr habt die Folgen ja gesehen, wenn nicht, schaut es euch an. Das war unglaublich spannend und unglaublich tragisch teilweise. Mittlerweile hole ich unglaublich auf. Aber das kann auch unglaublich schnell wieder enden. Wie gesagt, zumal du ja jetzt mittlerweile wirklich vorne liegt. Jetzt in der letzten Arena-Folge, also die Folge, die davor war, da hat er wirklich einen Fehler gemacht. Da war sein Fehler wirklich, und das war die Hauptursache, dass er seine Queries oder seine zwei, wie nenne ich sie denn? Ihr wisst genau, was ich meine. Seine zwei Dinger da so gesetzt hat, wie er sie nicht hätte setzen sollen. Niemals nicht hätte setzen sollen. Hat sie aber so gesetzt und das war sein Fehler, das war auch sein Todesurteil. Und hier ist überhaupt keine Dorf zu sehen. Ich glaube auch überhaupt falsch. Oder mich? Einmal so lang. Okay. Gehen wir mal hier rüber und dann gehen wir halt zurück. Wenn ich kein Dorf finde, kann ich es jetzt auch nicht ändern. So, arschgeleckt. Wer bin ich denn, dass ich hier ewig durch die Gegend renne? Oh, was futtern sollte ich auch? Nimm, 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 nimm. Sehr schön. Vielleicht könnten wir noch ein paar Schweinchen mitnehmen. Und Küchen. Weil, wie gesagt, ist ja Leder. Leder können wir immer gebrauchen. Dann brauche ich nämlich keine Kühe züchten, solange ich Leder finde. Ist alles gut. Hallo? Nicht weggehen. Brauch dich. So, wir gehen mal hier in die Richtung, nach oben. Oder auch nicht. Was ist das denn hier? Creepy. Ich schleiche mich hier ran mal vorbei. Was ist das da hinten? Was ist da? Lava. Lava. Ich will keine Lava. Ich mag Lava nicht. Lava ist so doofig. So, 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 so. Na, lass mich da hoch. Hallo. Mann, dann eben so. So, okay, können wir hier irgendwie drüber? Ist die Frage jetzt. Scheinbar schon. Aber ich weiß nicht, wo das fucking Dorf war. Ich suche doch nur nach einer Kartoffel. Im Prinzip bin ich für eine Kartoffel gegangen, habe Lucky Blöcke gefunden. Ich habe meinen, würde mich jetzt auch nicht stören, wenn ich jetzt noch ein oder zwei finde von den Lucky Blöcken. Vier Stück bekomme ich noch. Erinnert mich dran, vier Stück habe ich gewonnen. Die will ich mir auf jeden Fall noch krallen. Und vor allem wichtig war, dass die Dü nicht bekommt. Weil ihr habt ihr ja bekommen, ihr seht ja, was da durchaus Schönes drin sein kann oder eben auch Schlechtes. Da kann man auch dran sterben. Letzteres würde ich gern vermeiden. Ersteres war irgendwie was anderes. Ich weiß nicht mehr was. So. Guck mal hier kurz. Ist nichts, was mir irgendwie bekannt vorkommt. Ich glaube, ich war wirklich in der anderen Richtung unterwegs. Oder doch in der anderen Richtung unterwegs. Ich weiß es nicht mehr. Es ist halt irgendwie ewig her. Manu. So. Wie viel habe ich noch an Jetpack? Naja, ein bisschen was. Das reicht, um hier hochzukommen. So, dann fliegen wir mal über den Berg drüber. Landen da mal ganz fesch. Und gucken nochmal auf die Karte. J. Wo sind wir denn? So weit ab vom Schuss. Ich gehe jetzt hier den Weg hier runter. Das heißt, hier noch ein Stück weit rüber. So. Und werde dann da hinten runtergehen oder so. So. Werde versuchen, das Jetpack noch ein bisschen zu nutzen, soweit es geht. Sollte das aber so machen, dass ich dabei wenigstens sprinte. Dann geht es ein bisschen schneller. So, hoffentlich komme ich da noch hoch. Oh, da oben ist was. Also wenn ich da noch nicht war, dann will ich da jetzt hin. Da. Seht ihr das?
Das ist jetzt zwar kein Lucky Block unbedingt, aber das ist auch nicht schlecht. So, ich mach mal das da, weil da Wissis spawnen können. Und Wissis mag ich nicht. So. Okay, Dunkelstahl nehme ich mit. Iridium-Schaden nehme ich mit. Kupferbahn. Wegwerf Safari-Netz. Gewöhnliches Amulett. Eisenbahn. Mana in a Bottle. Brauchen wir auch nicht. Die Schallplatte arschgeleckt. Komm, Rest lassen wir drin. Hauen wir ab lieber. Bevor da Wissis spawnen und uns ins Visier nehmen. Hoho. Ins Visier. Aber es ist doch auch schön, dass wir wirklich mal ab und zu durch die Gegend gondeln und ein bisschen was entdecken und erkunden und sehen von der Welt. Wenn auch, wie ich gehofft hatte, was Altes zu sehen, ne? Lalalala. So, hier hinten gehe ich mal runter. Und dann werde ich mich wirklich in Richtung Home begeben und auf den Weg nach Hause machen. Home, da lang, okay. Weiß nicht, greift ihr mich an, ihr Schweinchen? Kann man nicht. Gut. Ich muss sagen, es ist auch besser für euch. So, ich bin übrigens schon fast wieder voll. Ich wollte eine volle Kartoffel, mehr nicht. So, okay. Wir rennen mal dahinter. Dann kann ich da wieder hoch. Hochplateau. Na. Lass mal kurz die Rüstung an. Ist eh gerade Tag. Oder Jetpack. Solange wir es noch haben, können wir es dann auf diese Art mal nutzen. Was sagt denn die Karte? Die Karte sagt immer noch, wir sind Win. Geh mal leicht schräg hier. So. Weißt du was? Mach mal hier wieder so. Die letzten paar. Eins. Brauchen wir gar nicht mehr nutzen. Ich werde das Jetpack nicht mehr anlegen können. Und das Ding ist gegessen. Die Messe ist gelesen. Die Geschichte ist durch. Sollten wir jetzt irgendwas entdecken, was gut ist, müssen wir es von Hand holen. Okay. Und wir müssen uns auch von Hand her runterkämpfen. Sollten wir irgendwo weit oben auf dem Berg sein. Na toll. Freu mich. Das Schlimme ist, ich will halt nicht auf der anderen Seite wieder hoch müssen, ne? Aber ich muss wohl, weil irgendwie sieht es nicht so aus, als würde ich hier auf der anderen Seite rüberkommen, ohne hier durchzugehen. Mist. Mäh, du mich auch. Obwohl, Schaf. Wolle. Ich halte übrigens auch nebenbei noch nach Farmcraft-Biomen beziehungsweise nach Spinnenbäumen Ausschau, weil eben auch die Spinnenbäume ja durchaus guten Loot enthalten können. Man hat es ja gesehen. Ne, obwohl die Enderperlen habe ich die aus dem Dorf. Oder die Enderlily Seeds, habe ich die aus dem Dorf oder aus dem Spinnenbaum? Bin nicht sicher. Also es kann bei beidem sein. Ja, wie gesagt, auch bei anderen Kisten und so weiter und so fort. Ob die aus Lucky Blöcken kommen, bezweifle ich stark, weil wie gesagt, ich habe den Mod manuell mit eingebunden. Da ist eigentlich nur das Standardzeug drin. Aber das, was drin ist, so Standard ist es ja nur auch nicht eigentlich. Je nachdem, wie man sieht. So. So. Okay. Ich wandere hier durch die Gegend. Hab noch da, ich hab leider nichts mit, weil das könnte auch wieder hier, ne? Und ich zeig euch mal, was ich meine. Ich hab leider nichts mit. Weil, du nicht. Du auch nicht. So. Hier. Das meine ich. Ich hab leider keine Dolly mit. Mist. Ich habe jetzt eh gerade Kerne über, aber im Notfall könnte man mal hier sagen, okay, J, neu bauen, ja, so. Das Problem ist, kann ich eh nur einsammeln, wenn ich bei Lü bin oder ich schaue mir die Folgen an. Wäre beides nicht so schön in meinem Interesse. Lalalala. Das ist halt der Nachteil, wenn man mit Lü aufnimmt oder beziehungsweise wenn man die Server hin und her wechselt, die Punkte verschwinden immer. Und genau das ist ja der Grund, warum wir auf dem Weg sind. Wir finden nicht das, was wir finden wollen. Auch das ist ein Nachteil. Ja. Definitiv lief. So. Ich werde mich trotzdem, sagen wir mal, in Bewegung halten. Und nach Möglichkeit versuchen, so wenig wie möglich zu killen. Weil, es sei denn, läuft mir mal ein Enderperl-Mensch. Enderman halt. Oder irgendwas in der Art durch die Gegend. Dann habe ich natürlich kein Problem damit. Sag bloß.
Da drüben ist das Homecraftium. Also, wenn das das Homecraftium ist, wo das Dorf war, dann sind wir ja recht nah an dem, wo ich hin will. Zumindest ist da ein Homecraftium. Ob das mein Homecraftium ist, kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal da oben auf den Berg dann gleich. Und dann gucken wir da mal. Vielleicht finden wir ja was, was uns nützen könnte. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? So, okay. Du hier. Wie gesagt, das Leder nützt uns auf jeden Fall. Deswegen nehme ich es mit. Ansonsten gucke ich mal, ob ich da oben vielleicht irgendwie einen Spinnenbaum entdecke von oben. Und wenn ich von oben den Spinnenbaum sehe, dann nehme ich den natürlich auch mit. Ja, 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 ja. Da bin ich. So. Habe ich eigentlich einen Goldblock irgendwo gesammelt? Nee. Schade. Sonst hätte ich nämlich gesagt, jo, okay, oder Goldbarren. Sonst hätte ich gesagt, jo, mach dir hier den Goldbarren und so. Warte, das Fleisch raus. Zombiehirn brauche ich im Prinzip auch erstmal nicht. Gehen mal nach oben. Hep, hep. So. So. Und oben sind wir. Was wir mal mitnehmen können hier beim Osterbruchstein. Meine Stimme versagt. Mano. Also lang kann ich offensichtlich nicht mehr machen. Meine Stimme macht nicht mehr mit. Aber ich will zum einen auf jeden Fall den neuen Dingens laufen lassen. Den neuen Dingens. Ja, also der neue Reaktor. Der muss auf jeden Fall diese Folgen, diese Aufnahme laufen. Damit der Dü nicht sagt, so, ich lasse jetzt beiden laufen und bin dann schneller. Haha. Dann würde... Da ist ein Spinnenbaum. Da ist ein Spinnenbaum, dann nehmen wir den gleich mit. Oh. Oder auch nicht. Lalalala, hör auf. So, weißt du was? Danke. Bevor die mich noch weiter ärgern. Den zerstörten Spawner würde ich... Yeah! Ich meine, ja, wir sind ein paar Enderblüte-Leads. Ja, ist ja nicht so, als hätten wir schon ein paar... Naja, was soll's. Oh. Ehrring nehme ich auch gerne mit. Dann lasse ich das dafür da. Die Lily Seeds, die auf jeden Fall. Kupfer, komm weg. Kupfer. Was soll ich? Kupfer. Okay, dann könnte ich mich auch fast auf dem Weg nach Hause machen. Ich wollte aber eigentlich... Genau. Ich wollte eigentlich... Eigentlich wollte ich hier rauf und zu suchen, aber also es ist scheinbar nicht das Soundcraft-Ding, wo ich das Dorf gefunden habe. Oder es ist scheinbar nicht der Ort, wo ich das Dorf gefunden habe. Das ist ungünstig, aber nicht zu ändern. Ich gucke trotzdem mal durch das Dorf durch oder durch das Biom durch. Vielleicht finde ich ja noch was. Vielleicht noch ein, zwei Ender-Lily-Seeds. Das wäre ja gar nicht mal so unschlecht. Ich meine, man sieht ja, man bekommt schon ein paar raus. Und ich sag mal so, eine Ender-Perlen-Produktion, wenn ich die Ender-Lily-Seeds auf Endstone habe, ist nicht zwingend notwendig. Nicht unnotwendig auf jeden Fall, aber nicht zwingend notwendig. Warte mal, ich muss mal kurz hier so machen. So, muss mal was ausschalten. Was ich auch mal hier machen kann. Stopp. Oh, du hier. Hör auf. Du auch. Hier folgt mir einiges Hilfe. Was ist hier los? Was bist du von hier? Was bist denn du von Penner? Hey! Bleib da! What fool? Bist du verarscht? Jetzt. Was war das denn für einer? Kleiner Minimann. Sowas. Naja, aber wir haben eine geplättet, das ist wichtig. Okay. Ich suche, wie gesagt, noch nach Spinnenbäumen. Ist in der Nacht vielleicht ein bisschen doof. Und ein bisschen schwierig. Aber nicht unmöglich. So, hier ist ein Wiss. Klar, Farmcraft-Biom. Wiss, klar. Sollte jedem klar sein. So, da hinten haben wir ein Andy. Den Andy versuche ich auch mitzunehmen. Rüstungstechnisch sind wir ja gut dabei. Okay. Headglass. Arsch. Oh, Scheiß. Baby. Baby Babus. Manu. So, okay. Hier ist noch eine Kuh. Da endet das Farmcraft-Biom, das Spinnenbiom. Beziehungsweise die Dinger gibt es ja auch. Sagen wir mal, in gewisser Seltenheit halt in anderen... Entschuldigung, da war ein bisschen Luft im Bauch, die wollte fast raus. Konnte es gerade so unterdrücken. In anderen Biomen gibt es natürlich auch in solche Spinnenbiome, aber in, ist halt seltener, ne? Und Seltenheit, siehst du, das ist wirklich ein Dorf. Ich weiß jetzt nicht, ob das unser Dorf ist oder nicht. Kann ich nicht sagen. Insofern, in dem Fall brauche ich dann auch nicht weiter suchen, großartig. Oh, toll. Mu. Bein. So, was haben wir hier?
Kartoffeln! Kartoffeln! Oh, das Fleisch raus, Kartoffeln rein! Na endlich, dann hätten wir auch das! Yay! Es sieht sehr gut aus für uns, das hier brauche ich nicht. Kartoffeln auch. Ich gucke mich hier mal um, ich weiß nicht, ob das Dorf war. Bin mir nicht sicher. Werden wir ja sehen, wenn hier irgendwo alles gelootet ist. Oder eben nicht. Beziehungsweise wenn halt die Ender... Quatsch, die Tinker's Construct Schmiede fehlt, dann wissen wir es auf jeden Fall. Also scheinbar da gewesen, obwohl... Nee, die lassen nicht offen. Gartenschere. Die bin ich auch noch nicht. Denke ich zumindest. So, hier ist auch offen. Also eigentlich, wie gesagt, die Viecher lassen ja nicht offen. Normalerweise. Halt die Klappe hier, Junge. Wir haben wir noch auf den Kekster. Du auch nicht. Und du bleibst gar nicht. Wo kommt ihr alle her? Seid ihr doof? Pfeiler kann ich eigentlich mitnehmen. Okay. Und das ist das Wichtige. Hier drinnen finde ich nichts. Auch kein Anhaltspunkt, ob das mein Dorf ist oder nicht. Dann gucken wir mal hier rein. Hier ist auch nichts mehr. Das war mein Dorf. Okay, hier ist die abgebaute Schmiede. Alles klar, ich kann mich auf den Weg machen. Hier drin habe ich alles gelootet. Alles, was wichtig ist. So, also, aber wir haben was Gutes gefunden. Insofern hat sich der Ausflug mehr als gelohnt. Ich darf nur den Dü nicht rankommen lassen. Weil tatsächlich, wir haben die Enderlisits, die wir haben, jetzt mehr als verdoppelt. Apfel? Kann ich nicht... Nee. Ja, ist egal. Brauchen wir auch nicht. Wir haben die Enderlisits mehr als verdoppelt und das ist wirklich extrem wichtig. Haben wir den schon? Oh, hier ist eine... Da sollten wir aufpassen. Ja, die hier hatten wir schon. Ich renne da lieber weg. Muss ja nicht noch eine Vergiftung abbekommen von irgendeinem Viech. Wie einer Hexe oder so. Lululululu. Hallo Schaf. Das Schaf. So, da ist noch ein Andy. Mal gucken, vielleicht kriegen wir auch noch eine Andy-Perle raus. Weg ist er. Ey, Penner. Okay, da war eine Enderperle. Jetzt müssen wir die nur noch einsammeln können. Ja. Öfen. Ah ne, das waren Spender. Spender brauche ich auch nicht. Komm, Arsch geleckt. So. Das heißt, ich begebe mich jetzt nach Hause. Home, sweet home. Ich komme. Und, also, ich komme nicht. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ich erscheine wieder zu Hause. Mich wird's freuen, den Dü, weiß nicht, der wird jetzt wahrscheinlich erstmal an seiner Quarry hängen. Ein bisschen buddeln, würde ich mir vermuten. Ich glaube nicht, dass der auf dem Weg ist. Oder sich auch nur wagt, mich anzugreifen momentan. Aber wie gesagt, die letzten drei Kämpfe habe ich gewonnen. Und das wird ihn sicher vorsichtiger machen. Und zu Recht, muss man auch sagen. Zu Recht. Plup, plup, plup. Auf jeden Fall wird er dann vielleicht beim nächsten Kampf, vielleicht kann ich den auch noch gewinnen. Wobei es mir da wirklich nicht drauf ankommt. Die wichtigen Kämpfe sind in meinen Augen, und man sieht es ja auch, sind die Lucky Block Kämpfe. Das sind die wichtigen Kämpfe, die wichtigen Fights und die Fights, die wir auf jeden Fall für uns entscheiden müssen und für uns entscheiden werden. Okay. So, wir kommen fast nach Hause. Lalalala. Passt. Toll. Festgehangen. So. Oh. Hip. So. So, runter und dann sind wir auch auf dem Boden. Sehr schön. Klappt doch. Ich bin zufrieden. Ich darf in den 100 Metern nur nicht nochmal sterben. Ich gehe eigentlich von aus, dass das kein Problem sein wird. Denn selbst wenn Lü eure Jagd auf mich machen sollte, ja, dann gehe ich durchs Portal. Und bin halt, ihr wisst schon wo, ne? Lalalala. Da ist das Heim. Heim, Schwied, Heim. Mal gucken. Wir werden es jetzt sehen, wenn Dü mich auf der Karte entdeckt und er sofort losrennt. Jo, dann ist es halt so. Wenn nicht, dann nicht. Ist auch gut. Das Erste, was wir auf jeden Fall anstellen werden, ist wahrscheinlich ein bisschen Endstone herzustellen, um die Enderlisits neu anpflanzen zu können. So, Dü ist tatsächlich auf dem Weg. So, da hinten kommt er angeflattert. Lalalala. Lalalala. Oh, dein Bogen ist nicht schlecht.
Okay, oder er portet sich. So. Ich war nicht nah genug, jetzt bin ich's auch. So. Hast du gut gemacht, du. Ja, hab ich gut gemacht, ey. Jo. Schade, wo bist du denn hin? Ja, ich bin auch direkt ins Portal. Ist das der schnellere Weg. So, hopp. Und damit bin ich auch wieder zu Hause. Wow, jetzt war ich gerade auf deinem Gebiet. Ja, es packt. Scheiße, es leckt immer noch. Ach, das hat sich doch. Da kann ich dich ja jetzt killen. Yay! Nee, Spawn-Kills sind ja verboten. Aber ich muss sagen, du hättest wirklich gut Beute machen können. Hättest. Hast aber nicht. Ja, okay. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Hast du mich kommen sehen oder Ich habe erwartet. Ich habe gesagt, ja, ich gehe normal nach Hause, wenn du nicht kommt, wenn du kommt, ja, dann und dann kam er auch schon angeflogen, da habe ich gesagt, ja, dann gehst du durchs Portal. Okay, gut. Also war das eingeplant. Ja, haben die Pfeile wenigstens ein bisschen was an Schaden gemacht oder geringfügig. Weiß gar nicht, wie viel haben sie denn Schaden gemacht gehabt? Hattest du einen Blick? Ein, zwei Herzen. Na gut, okay. Na, akzeptabel. Naja gut, wie gesagt, ich war auch jetzt zufällig. Also ich habe das jetzt wirklich nur zufällig mitbekommen. Also alles dahingehend im grünen Bereich, keine Sorge. Jo. Okay, ja. Ich würde auch mal sagen, ich tue das hier noch hier rein. Das muss es denn gewesen sein, wohl von dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten, der Black vermutlich auch. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, bis denn. Tschüss.